Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Lucky Luke Go West. Ja, eine Einzahlung. Nein, Abhebung, aber Dalli! So, und bei dem Level sind wir jetzt. Anscheinend überfallen die Daltons die Bank. Joe Dalton raubt gerade eine Bank aus und muss in den Tresorraum gelangen. Die Polizisten öffnen das Feuer auf Joe. Er muss also schnell sein. Jedes Mal, wenn Joe getroffen wird, verliert er einen Lebenspunkt. Es stehen ihm nur eine begrenzte Anzahl von Lebenspunkten zur Verfügung, also beeile dich, um zu überleben. Das Spiel ist erfolgreich beendet, wenn Joe den Tresorraum lebend erreicht. Die Mission ist zu Ende, wenn er alle Lebenspunkte verloren hat. Dieses Minispiel finde ich super toll. Zeiger bewegen, bewege die Maustaste schießen, drücke die linke Maustaste nach, dann drücke die rechte Maustaste. Blablabla. Okay, let's go. Auf geht's. Dum, dum. So. Ah. Natürlich alles für Kinder gefertigt. Also die verlieren hier die Hose. Und nicht der Kopf fliegt weg. Aber das soll uns nicht stören. Wurden wir getroffen? Weiß ich nicht. Hat mich vor 5 Leben. Oh, da oben war, glaube ich, irgendwas für Herzen, ne? Da oben. Gib mir das. Boah. So. Ich weiß noch, bei diesem Minispiel habe ich sehr oft versagt. Was liegt der denn da? Ach, der trifft mich auch. Ich habe gedacht, der schießt daneben. So, 3 Leben haben wir noch. Also hier habe ich sehr oft versagt, weil es echt schwierig ist. Nein, oh, Mist. Oh, nerv mich nicht. Da ist ein neues Leben-Ding. Krieg ich das? Nee. Da. Nice. Hier ist extra Schuss oder so. Was ist das? Vielleicht mehr Schaden? Nee, schießt 3 auf einmal, kann es sein? Ich weiß es nicht. Rechts müsste, glaube ich, noch einer sein. Oh. Ja, komm. Aber ich glaube, er hat mich auch nicht getroffen, oder? Ach, ich krieg... Guck mal hier, krieg ich extra Punkte, wenn ich die Glasscheiben kaputt mache. Mach ich einfach mal. Na, hä? Hab ich den noch? Oder ist der... Ich glaube, der ist vorweggegangen einfach. Oh. Hui. Wo? Hä? Ach, da. Wie viel Leben habe ich denn noch? Noch 4. Ich glaube, dann nehme ich das Herz mal nicht. Vielleicht gucken wir dann nochmal früher oder später das nochmal an. Also Joe. Ich bewege ja nicht, er bewegt sich. Bloß ich kann ihn leider nur schießen. Irgendwelche Glasscheiben. Hat er mich da jetzt getroffen oder nicht? Ich weiß es nicht. Immer noch 4 Leben. Na, komm. Alter, den hab ich sogar getroffen. Ach, bist nicht tot. Habe ich die Lampe kaputt gemacht? Geht das? Ah, das geht. Sehr cool. Sind wir die Schritte? Ich denke immer, da läuft jemand. Aber ich glaube, das sind wir. Wo, hä? Ach, hä? Wie kommst du daher? Jetzt haben wir extra Schüsse. Ich finde es aber gerade irgendwie doof, weil ich sehe gerade nicht. Die uns abschießen, sehe ich die oder sehe ich die nicht? Hier ist noch extra. Da ist noch sowas. Scheiben kann ich nicht kaputt machen. So. Neuner. Vielleicht erwische ich jetzt das Leben. Erwische ich das? Nein. Schade. War das schon ein Tresorraum? Was? Oh, oh. Leben. Okay. Da war noch einer rechts, glaube ich. Oder? Aber das ging ja schneller.
schneller als ich es in Erinnerung hatte. Komm, dreh dich mal um. Ich komme noch welche, oder? Von hinten? Hast du nicht Angst, dass noch welche von hinten kommen? Nö, anscheinend nicht. Gewonnen, nice. Beim ersten Durchlauf. Kugelverbrauch. Fehlschüsse 39, okay. Treffer 114. Fehlschüsse 39. Kugelverbrauch 153. 77 irgendwas Prozent. War die Genauigkeit. Fast 10.000 Punkte, oder? Was hatten wir für Punkte? Ja, fast 10.000. Bankraubeingang. Oh, vielleicht gibt es Bankraubausgang. Ist das nächste Minispiel vielleicht? Hm. Ah. Habe ich mir das angeguckt? Ja, das war ja das da. Stimmt, das Video habe ich mir angeguckt. Eine Einzahlung? Ich liebe New York! Everell. Everell. Schaut mal den. Everell? Everell? Ich weiß nicht. Müsst ihr jetzt wieder abhauen aus dem Tresor? Das ist jetzt was anderes. Joe Dalton raubt gerade eine Bank aus und muss aufs muss aus dem Tresorraum gelangen. Die Polizisten eröffnen das Feuer auf Joe. Er muss also schnell sein. Jedes Mal, wenn Joe getroffen wird, verliert er einen Lebenspunkt. Er steht wie nur eine Blablabla. Das Spiel ist erfolgreich beendet, wenn Joe den Ausgang lebend erreicht. Und die Steuerung wieder vor. Okay, let's go. Auf geht. Alles leer. Alles hat er eingepackt. Okay, das haben wir noch. Sehr gut. Boah. Boah, habt ihr falsch gedacht, ne? Ich bin zwar nicht Lucky Luke, aber ich schieß fast genauso schnell. Was macht er denn jetzt? Das ist doch das Schlechteste. Ich habe hier gar keine Deckung. Was ist denn? Ah! Ich kann von allen Seiten beschossen werden. Was ist das denn hier? Oben sind auch welche. Okay, da habe ich noch getroffen. Leben brauche ich gerade nicht. Ha, zum nächsten. Leben brauche ich wirklich gerade nicht. Ich habe noch 4. Ich habe halt immer... Ich denke halt mir immer, dass man da vielleicht noch hinguckt. Der Joe halt. Huh, wo kommst du denn her? Krieg ich das Leben da? So. Hat es... Nee, doch, ich glaube, es hat sich gespeichert, dass ich die Scheiben alle kaputt gemacht habe, oder? Guck mal, ich könnte das Leben da oben vielleicht noch erreichen, ne? Ich treffe den nicht. Warum treffe ich den nicht, hä? Jetzt. Ah, noch mehr. Ausgang verstellt. Dumm, 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 dumm. Da bist du noch. Ha, komm. Oh, das sind aber viele. Oh. Was ist? Noch ein Schuss. Der letzte für dich. Na, die gehen wir noch nicht auf, ne? So. Jeder Schuss ein Treffer. Ach, habt ihr ja gedacht, ne? Haho. Gewonnen. Kugelverbrauch 90, Treffer 65, Doppeltreffer 1, Fehlschüsse 25. Genauigkeit 72. Nachladen 28. Bankraub Flucht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Minispiele haben wir in der ersten Folge geschafft? 1, 2, 3 und 4. Aber das war ja auch kleinere. Die zwei haben jetzt schon fast 10 Minuten gedauert. Nächstes. Die waren alle auf der falschen Seite. Und die Polizei. Guck mal hier. Wir haben bald das Kapitel geschafft. Wo war das jetzt? Hier sind wir, ne? Genau. Tr
Trampflucht Teil 1. Die Daltons sind auf der Flucht vor der Polizei und rasen durch die Straßen von New York. Weiche den Hindernissen aus und versuche so schnell wie möglich ans Ende zu gelangen. Die Fallen kannst du umgehen, indem du über sie springst oder dich nach links oder rechts neigst. Bedienung: nach links neigen, drücke linke Dings, nach rechts neigen, drücke rechts Ding, schneller werden, drücke Pfeil das nach oben, langsam werden, drücke Pfeil das nach unten, spring, drücke Shift. Okay. Wollen wir mal spielen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das ist ein Hindernis. Da springe ich gleich mal. Ach. Ach so, ich muss mich auch in die Kurven neigen. Wie jemand sagen können. Shit. Falsche Richtung geneigt. Wir fangen nochmal von vorne an, oder? Oh, jetzt habe ich Leertaste gedrückt. Wir machen nochmal von vorne. Da stand nicht, ich muss mich in die Kurven neigen. Stand es da? Weiß nicht. So. Oh. Oh, shit. Wir sind einfach zu schnell. Oh. Was ist das? Nein, was war das? Krieg ich das noch? Nein, ich kann nicht zurückfahren. Warum kann ich nicht zurückfahren? Huh. Ist es immer knapp oder muss ich da springen? Jetzt habe ich sowas. Was bringt mir das? Ist auch wieder ein cooles Minispiel. Hallo! Was war das? Hä? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Man kann also auch rausspringen. Ich schaffe das Level nicht, weil ich einfach zu viel Scheiße war, weil ich die ganze Zeit springe. Und ich fahre immer zu schnell. Warum sehe ich immer die Dings nicht? Die, Straße. Also, genau. Die ganzen Hindernisse. Ich weiß nicht, ob wir das Level hier beim ersten Versuch schaffen. Wo müssen wir eigentlich hinfahren? Hat er gesagt, wo wir hinfahren müssen? Der Infotext am Anfang, hat er gesagt, wo wir hin müssen? Ich weiß es nicht. Ah. 14 Sekunden noch. 10. Oh, ist das Ende? Oh, das war aber knapp. 6 Sekunden. Hm. Entgleisungen 2, Unfälle 2. Gesamtzeit 1,53. Ja gut. Aber ich glaube, ich habe gesehen, da war noch eins, ne? Noch so ein kleines Minispiel. Mit dem. Hier. Go West. Bumm. Die Daltons sind auf der Flucht vor der Polizei und rasen durch die Straßen von New York. Weichen die Hindernisse aus und versuchen so schnell wie möglich an seinen zu gelangen. Ist einfach Teil 2, okay. Steht es echt da mit den Kurven? Naja, egal. Auf die Plätze, fertig, go! Weiter geht's. Zweiter Level. Hä? Ach, der kann mich auch rammen. Ist ja cool hier unten. Ho. Boah. Ah, Mist. Das habe ich nicht gesehen, die kleine Kante da. Ach. Wir schaffen es wieder ganz knapp. Ich weiß aber nicht, was dieses hier bringt. Macht mir das irgendwie schneller? Nein! Ich habe gedacht, da geht's weiter. Das ist echt cool. Ah, Mist. Boah. Jetzt ging es aber schwer raus. Dum, 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 dum,
Ach. 40 Sekunden noch. Mist, warum rammst du mich? Krieg ich das? Ah, das kriegst du. Nein! So, 15 Sekunden noch. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wieder ganz knapp. Hey, das ist ja voll entgleist am Schluss. Gewonnen! Entgleisungen 4, Unfälle 3. So. So. Und ich würde sagen, dann war es das auch jetzt wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der dritten Folge wieder, bei der nächsten, wo es dann weitergeht. Hier, das ist anscheinend schon das Ende des ersten Kapitels. Du willst unsere Waffen? Hol sie dir. Ja, okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.